Also mit Peter Clausen habe ich eigentlich den Kontakt so bekommen, wie mit allen anderen Kulturattachés auch, indem das Außenministerium mir, und das war ja immerhin wichtig, die Erlaubnis gab, als DDR-Bürger die US-Botschaft betreten zu dürfen. Das Reinkommen war ja nie so schwierig, nur das Rauskommen war immer ein Problem, wenn man auf der Straße war. Mit einmal, dann wurde man schon kontrolliert. Es war ein Stück von der Botschaft entfernt, aber man wurde kontrolliert von den Polizisten, von den sogenannten Volkspolizisten. Gut, okay. Ich wurde in die Botschaft eingeladen. Der Peter Clausen stellte mir die nächste Ausstellung vor. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche das war. Ich habe versucht, zu Hause noch mal in meine alten Unterlagen durchzuschauen, aber ich kriege die Folge einfach jetzt nach 20, 22, 24, 25 Jahren fast nicht mehr hin. Also war aber ein Kontakt. Wir trafen uns, so wie wir beide jetzt hier in den Räumen der damaligen Botschaft in der Neustädtischen Kirchstraße, haben gesprochen, haben alles vereinbart, also Transport, Zolleröffnung, Pressekonferenz. Also es war eine denkbarst normale Zusammenarbeit. Wir haben uns dann auch, ich muss mal sagen, etwas angefreundet in dieser Zeit, haben uns auch gegenseitig privat besucht und das war eigentlich alles ganz schön. Wobei ich natürlich billigend davon ausgehen konnte, dass diese privaten Kontakte nicht ganz unbeobachtet geblieben sind. Klar, aber Gott, das war an dem Start fast normal. Also da habe ich, ich habe da keine Probleme mit gehabt irgendwie. Ja, so war das mit Peter Clausen und wir haben dann einiges zusammen gemacht, natürlich immer mit Lücken, mit größeren Abständen auch, weil ja die Ausstellung nicht jedes Jahr gab es ja eine USA-Ausstellung, aber ich kann mich eben an bedeutende Ausstellungen erinnern. Und es mag sein, dass dabei, die ich jetzt nenne, also auf jeden Fall Imogen Cunningham, diese Fotografin, die habe ich mit Peter Clausen zusammen gemacht in der Fotogalerie am Helsingforser Platz. Das ist da an der Warschauer Brücke in der Nähe. Gibt es heute auch noch, kleiner aber. Aber dann waren Ausstellungen dabei wie Randy Lee White and the Paintings of the Plain Indians, glaube ich. Jedenfalls. Wunderschöne Ausstellung in der Galerie am Weidendamm, in der Nähe des Wandelfriedrichstraße. Denn vor Peter Clausen waren ja einige andere da. Also ich kann mich an einige erinnern, aber nehmen Sie es mir nicht übel, die Namen sind mir natürlich. An Smith war dabei, ich weiß noch, aber keine Ahnung. Dann haben wir eine große Ausstellung in der alten Nationalgalerie gemacht, der amerikanische Impressionismus. Das war eine wunderschöne, das war die größte eigentlich, die wir dann gemacht haben. Die füllte ja fast das ganze Obergeschoss der alten Nationalgalerie und das war eine sehr bedeutende Ausstellung. Aber ich muss mich wiederholen, ich weiß nicht, was ich mit Peter Clausen außer dieser Fotoausstellung zusammen konkret gemacht habe.